Wie konnte ich mich vom King of Rock'n'Roll in sowas hier verwandeln? Ein alter Kerl in einem Pflegeheim. Sie waren ein Elvis-Imitator. Sie sind von der Bühne gefallen und haben sich die Hüfte gebrochen. Wann war das? Vor 20 Jahren. Dort haben sie mir einen Teil von meinem Gehirn entnommen. Und jetzt habe ich genau da einen kleinen Sandbeutel im Kopf. Jack, Präsident Kennedy war ein weißer Mann. Diese Leute haben mich so eingefärbt. Was hier momentan sein Unwesen treibt, ist ein ägyptischer Seelensauger oder irgendwie sowas. So eine Art Baba Hote. Eine Art Mumie, die sich draußen versteckt hält. Sie ernährt sich von den Schwachen und Schlafenden. Jetzt hat er die Freiheit, um sie zu holen und immer weiter zu fressen. Sofern er nicht endgültig vernichtet wird. Na Schillmann, dann mal los. Böse zu werden, Baby.